Yeah. So, wir sind in Gießen angekommen. Matze aus dem Osten und Marvin Texas. Wir inspizieren gerade unser Hotel hier. Kann sich sehen lassen. Ja, mit schöner Terrasse hier. Natürlich wie ein junger Gott wird er hier morgen sein Frühstück verzehren. Hier unten sind schon die lokalen Talente am Musizieren. Und Matze ist auch ein bisschen traurig, denn Stars wie ich buchen natürlich auch für plus eins nur noch Einzelzimmer. Ne? Das heißt, du hast ein extra Zimmer, lass mal abchecken, das genauso gut ist wie meins hier. Ich habe extra gesagt, ein bisschen schlechter muss es sein. Yo, wir sind im Backstage angekommen. Jetzt wird erstmal schön geschmachtelt hier. Matze aus dem Osten ist auch dabei. Ich habe mir natürlich alleine nur eine Pizza geholt hier. Ja? Matze darf ein Stückchen kriegen, wenn er lieb ist. Wenn er immer, immer rein damit. Immer rein. Ja, Mann, also das Programm ist schon voll am Laufen und wir gönnen uns jetzt hier noch hart. Und dann geht's gleich ins Gelände. Check. Der Song nennt sich Civic. Man bei so laut nach. Es gibt immer ein Civic. Links, rechts, ich bin Kardinal. Voll in Sekunden, schlaf bei 120 km/h. Ich Junge heißen Zwerg, Niggas chillt im Wohnmobil. Tante Lila Nocken hängt die Hose tief. Leben für den Nigger, meine Art ist Poker, spiel mit Sex und du liegst schnell auf. Onkel Freezy, endlich sehen wir uns mal live in Farbe nach unserer denkwürdigen Town Hall. Ja. Mit dem Original G-Style heute mit am Start. Wir sind im Gießen. Ja. Und Legenden. Ich sehe den Typ jetzt, den kennst du doch, den sehe ich in live. Ich dachte, ey, der kann doch nicht wahr sein, der kommt doch aus Amerika. Jetzt habe ich den hier in Gießen. Wahnsinn. Ja, wir sind im Flieger. Du bist morgen wieder Mallorca. Das ist ein Jet Set Live. Ja, die Globetrotter am Start hier. Ah ja. Wir sind ja froh, dass wir unterwegs sind. Wir sind ja froh, dass wir das zu tun haben. Genau, richtig. Ey, geil, Mann. Ich sehe mich auf den Auftritt. In the Flash, Marvin California. Also für mich ist er immer nur irgendwie über den Bildschirm. Und jetzt habe ich ihn hier. Ich lasse ihn nicht mehr los. Dankeschön. Ich habe mir überlegt, für die ganze Zeit schon mal allein auf der Bühne. Alles, was Rang und Namen hat, meine Güte. Chilo 3.5, ihr wisst Bescheid, gerade auf der Bühne und sogar hier unten. Was soll ich euch sagen, Bruder? Juri gönnt sich hier schon richtig. Bruder, Alter. Das ist eine Low-Carb-Pizza mit selbstverständlich. Low-Carb-Teig und die wurde hergestellt von Flying Uwe. Und Tim Gabel und allen Fitness-Influencern, die es gibt. Das ist die neue Low-Carb-Pizza. Probiert die alle aus. Geht auf www.wie-werde-ich-kilos los. Und dann ruft mich an, ich verkaufe euch Kilos. Jo. Das hier schmeckt, Bruder, ja? Fang doch mal an, dich vorzustellen, bitte. Das ist doch sehr, sehr interessant, bitte. Du solltest es machen. Geben die Kamera jemandem, der kann Haare schneiden. Ja. Also, du bist die? Becker, ich bin Marvin, hi. Hi, Marvin. Du hast gesagt, du kennst mich nicht, aber du... Aber du kennst mich auch nicht. Ja, ist richtig. Aber man muss dich auch nicht kennen. Richtig. Aber ich dachte mir, du bist sympathisch, deswegen hast du trotzdem die große Ehre, mit in meinem Vlog zu sein. Ja. Wie geehrt fühlst du dich gerade? Ich bin... Sehr, ne? Zitterst du ein bisschen gerade auch, ne? Ja, siehst du die Gänsehaut? Wow. Übertreibt man nicht, ja? Muss das denn sehen, wenn ich Alkohol trinke? Nein. Außer du bist noch nicht 18. Keine Sorge. 17,5.
Schock meines Lebens gerade bekommen hier, ja. Und was machst du jetzt hier? Ich unterstütze Kevin. Die sind hier am Stylen für Barbara Marz. Geil. Und ich helfe den Jungs ein bisschen aus. Stark. Was stylst du so? Haare? Also ich bin spezialisiert auf Männer und auf Hochstecken eigentlich. Hochstecken? Wie geht das denn? Kannst du bei mir irgendwas hochstecken? Nee, bei dir nicht. Also dafür muss man schon ein bisschen Potenzial haben. Ja, ich weiß. Also ich brauche so mehr Volumen im Haar, so, ne? Ja. Hallo, das ist ein familienfreundlicher Kanal hier. Ja. Das wird alles rausgepiept hier. Ja. Aber magst du so Deutschrap eigentlich, oder? Also um ehrlich zu sein, höre ich eigentlich gar keinen von den Künstlern. Also ich höre Juju, aber ich war ja gestern noch nicht da. Ich war gestern da, genau. Juju heißt die übrigens, nicht Juju. Ich dachte immer, die heißt Juju, weil Kevin gestern Juju meinte, weil ich habe auch immer Juju gesagt. Diese Deutschrap-Casuals immer, es ist Katastrophe. Ja, aber das ist ja wie mit Moet, ne? Kennst du den Champagner Moet? Moet. Nein, der heißt Moet. Wir können 100 Euro wetten, dass der Moet heißt. Du bist jetzt zu sicher, ich traue mich nicht. Der heißt Moet? Ja, der heißt Moet. In was für einem TikTok-Clip hast du die Scheiße denn gehört? Genau so ist es nämlich. Okay, krass. Ja. Also Juju, aka Juju, hörst du gerne? Wen hörst du denn noch so gerne? Also ich höre die, ich habe die aber damals bei Sixten live gehört einmal. Seitdem höre ich die. Und ansonsten von heute muss ich sagen, gar kein. Ich weiß nicht, ist Kusa Wasch morgen oder heute da? Morgen ist er da. Morgen. Davon kann ich, also Rhythmus meines Lebens kann ich komplett auswendig, sonst kenne ich gar kein Lied von ihm. Und so ist es eigentlich die ganze Zeit, ja. Na, rap doch mal. Ich habe andere Talente. Okay. Ich kann Haare schneiden. So, hiermit ist das Video vorbei. Wir ziehen uns zurück. Ich zeig dir mal einen Zaubertrick hier. Mach mal. Maschallah, der engagierte Zauberer hier. Ne? Ja, ich bin Hokus. MC Hokus ist das hier. Ey, ihr müsst aber auch mehr so Vlog-Scheiße machen, Alter. Das Ding ist, ich glaube, ich würde auf jeden Fall im Knast landen, wenn ich irgendeinen Vlog mache, weil... Also Werbe und Freundlichkeit wäre auf jeden Fall da gegeben, ne? Also nicht wegen... Also weißt du, worüber wir alles geredet haben? Einfach die ganzen Hotel-Sessions, das ist einfach zu doll. Man hat ja bei einem Ex-Kollegen von mir gesehen, wie schnell das in die Hose gehen kann. Ex-Kollegen? Nein. Ah? Okay. Okay. Offiziell. Dankeschön. Memo Rapcheck, Rapschau, Fitner, bla bla bla. Ja. Nein. Offiziell Beef, Diss-Track kommt. Da hab ich versprochen natürlich. Da hast du dich natürlich versprochen, ja. Bringt alle Silberfall um Wasser. Haut da rein. Silberfall und Aquali Valley Viz. Genau. Aquali Valley Viz ist das Beste. Es fehlt heute hier. Das stimmt, und dann kommt Silberfall, ja. Das stimmt, ja. Ja. Warte, was sagst du dazu? Wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Children in the house. Was geht? Wo bleibt der Applaus? Einmal hier unten. Dankeschön. Schönen Auftritt gehabt heute hier. Ja. Dankeschön, Bruder. Ja. Hier la Dolce Vita auf euch. Wir sind im 80er.